nochmal versuchen? Steh auf! Ich will dich nochmal niederschlagen! Takeda, halt! Kenshi hat dich nicht verlassen. Er hat dich hergebracht, um dich zu schützen. Schützen wovor denn? Vor jenen, die deine Mutter ermordeten. Sie! Sie starb bei einem Unfall. Diese Version sollte Meister Hasashi dir erzählen. Aber in Wahrheit wurde deine Mutter von Attentätern der Roten Drachen getötet. Ich war das Ziel. Su Chin war das Opfer. Du Mistkerl! Es war deine Schuld! Dein Vater hat sein Leben dem Kampf gegen Monster wie die Roten Drachen gewidmet. Sie sind es, die keine Ehre haben. Du hättest die Wahrheit nicht verbergen sollen. Du hättest die Mörder deiner Mutter unvorbereitet aufgesucht. Ich konnte das nicht riskieren. Meister Hasashi hat dein Können im Kampf perfektioniert. Es ist Zeit, dein Training abzuschließen. Wie hast du das gemacht? Wir sind Telepathen. Eine Familiengabe. Ich kann Gedanken lesen? Wir werden den vollen Umfang deiner Fähigkeit herausfinden. Und dann werden wir die Roten Drachen jagen. Gemeinsam. Das ist Devoras Werk. Sehe ich auch so. Nur sie kann solche Wunden verursachen. Diese Devora steckt voller Überraschungen. Es bleibt die Frage, ob sie mit jemandem zusammenarbeitet. Was ist? Mist, er hat uns entdeckt. Okay, Leute, Diamantformation. Takeda, du bist vorn. Jackie, du kommst nach. Kung Jin, Luftsicherung. Geht klar. Die Erdenreichler. Devora hat sie befreit. Nategasu! Ha!
weniger, noch zwei. Wenn wir zurückkommen, bringst du mir das bei. Abgemacht. Geh und hilf mit Ermac. Ich mach das. Du glaubst, du schaffst mich allein? Du bist entweder mutig oder ein Narr. Ich hab dich gewarnt. Entweder mutig oder ein Narr. Nichts Besseres als eine Knarre. Nicht zu spät. Mutig oder ein Narr, ich lebe noch. Mal sehen, was ich hier lernen kann. So viele Seelen. Alle gefangen.
Wir existieren, um zu dienen, gebunden durch die Magie Shao Kahns. Das Chaos. Die Stimmen. Wir sind viele, du nur einer. Deine Fähigkeiten verlassen gegen unsere. Ich glaube, ich habe genug von der Außenwelt. Kein Wunder, dass Dad in Rente ist. Wir müssen Devorah finden. Und das Amulett. Dann los. Die sind nicht ewig K.O. Devorah? Und die Erdenreichler? Sie hat das Amulett gestohlen. Verhalf ihnen zur Flucht. Ein Verrat für den Donnergott. Verletzend, Devorah. Bereitet die Legionen vor. Wir ziehen ins Erdenreich. Wir holen das Amulett zurück von diesem Teufel Raiden. Wir sind in einem Stück. Niemand scheint uns zu verfolgen. Konntest du herausfinden, wohin Devorah wollte? Wir glauben, dass sie zur Blutsee will. Dad? Sie kommt hierher, zu Quan Chi. Es gibt ein geheimes Portal bei der Blutsee. Quan Chi ließ es errichten, als wir die Invasion der Außenwelt vorbereiteten. Klasse. Dad, was machst du? Warum bist du im Unterreich? Wer ist jetzt überfürsorglich? Ich weiß, du glaubst, du hättest etwas gut zu machen, aber... Ich tue das für Sonja. Sie gehört zur Familie. Deshalb sorge ich nicht. Keine Angst. Pass auf dich auf, ja? Und du auf dich. Hab dich lieb. Briggs Ende. Briggs Ende. Fühlst du dich besser oder schlechter? Nicht sicher. Vielleicht beides. Die kommen zurecht. Die Frage ist, tue ich das? Gute Position für ein Kreuzfeuer. Aber warum reist Quan Chi auf konventionelle Weise? Er scheint nicht seine volle Magie einsetzen zu können. Er ist schwächer als damals, als ich ihm diente. Serena hat recht. Er hat nicht mehr Shinnok als Energiequelle. Aber er ist immer noch Quan Chi. Du bist zwar hier, um anzuleiten und zu beobachten, aber es steht dir frei, jede Rolle deiner Wahl einzunehmen. Ich bin nicht in Form. Ich will die Mission nicht gefährden. Er nähert sich. Jetzt!
Halte dich da raus, Jackson Briggs. Zurück in dein Versteck. Versteckt? Das habe ich mich wohl. Das hat den Rost abgeklopft. Willkommen daheim, Jackson Briggs. Diese Hölle ist nicht meine Heimat. Und warum kehrst du dann zurück? Ich muss meine Familie beschützen. Quan Chi hat mich mit meiner Familie vereinigt. Er kann dasselbe für dich tun. Später. Quan Chi hilft dir nicht. Anawon Zuko! Es ist möglich, Quan Chi zu entkommen, Kitana. Ich kann dir helfen, so wie Bi-Han mir half. Du bist Bi-Han zu nahe gekommen. Deine Gefühle haben dich verdorben. Sie haben mich befreit. Ich versteh's nicht, Kitana. Ich hasse die Dinge, die ich hier getan habe. Du genießt, ein Wiedergänger zu sein. Es passt zu mir. Ich bin kein Opfer mehr. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist nicht der Weg, sich zu behaupten.